Alles klar. So, damit ist der offizielle Teil dann für diesen Infotag auch eröffnet. Ich mache einfach mal die Folien hier auf Fullscreen. Und Sie haben ja schon mal in dem Warteraum unseren kleinen QR-Code gesehen, über den wir die verschiedenen Interessenten an diesen Programmen beziehungsweise auch am HAZ ein wenig auf unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam machen. Und das ist für uns auch eine ganz wichtige Quelle, wie wir also an Sie, an die Interessenten herantreten beziehungsweise auch die Aktivitäten, die am HAZ laufen und die sind sehr vielfältig, nach außen tragen. Also hier nochmal die Aufforderung an alle, die sich hier für das HAZ beziehungsweise die Studiengänge interessieren. Einfach bit.ly, follow HAZ, können Sie nachsehen, was es noch für weitere coole Aktionen bzw. Projekte am HAZ von den Studierenden wie auch in der Forschung und Lehre gibt. Ja, hier ist mal ganz kurz ein bisschen die Agenda. Wir beginnen mit einer kleinen Vorstellung dieses Hermann-Hollerith-Lehr- und Forschungszentrum an der Hochschule Reutlingen. Das halte ich nur wirklich knapp, um die Besonderheiten mal ganz kurz herauszustellen. Dann der Hauptteil wird sich eigentlich mit den Programmen selber beschäftigen. Das ist der Masterstudiengang Digital Business Engineering. Über den werde ich dann auch noch ein bisschen was berichten. Und vor allen Dingen, Wert möchten wir darauf legen, Sie sehen es schon an der Zeit so ein bisschen, dass also Studierende in etwa genauso viel über den Studiengang berichten wie der Studiendekan. Ich denke, das ist eine wichtige Eigenschaft. Und dann wird der Alexander Rossmann, der mimt quasi die Rolle des Studiendekans in dem anderen Programm Digital Business Management, auch noch ein bisschen was dazu, zu diesem Programm erzählen und zu den Unterschieden und den wesentlichen Eigenschaften. Und zum Schluss geben wir noch einen kleinen Einblick in das Promotionsprogramm. Und da haben wir ja mit uns hier auch zwei Promovierende, die da auch noch mal ein bisschen aus dem Alltag erzählen können. Ganz am Ende gibt es auch noch mal die Möglichkeit für Fragen und Antworten, aber Sie haben natürlich auch zwischendurch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und unsere Studierenden schauen so ein bisschen auf den Chat. Das machen auch unsere Mitarbeiter. Falls Sie also da eine Frage reinstellen wollen, dann können die also hier auch während der Präsentation sofort eingreifen. Okay, ja. Ganz kurz zum Hermann-Hollerith-Zentrum. Das ist das kooperative Lehr- und Forschungszentrum der Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen. Hier sehen Sie es mal abgebildet, da oben links. Und die Besonderheit ist, es liegt in Böblingen. Und Böblingen bietet sich als Lokation dafür an, weil wir treiben hier vor allen Dingen halt Forschung und Lehre im Bereich Digital Business. Und in der Region Böblingen befinden sich große IT-Konzerne und damit sitzen wir also im Herzen der baden-württembergischen IT-Industrie. Digital oder Digital Business setzt also letzten Endes die Geschäftsmodellentwicklung fort, die einhergeht mit neuen Produktionsmitteln. Also mit dem Aufkommen der Dampfmaschine haben sich die Geschäftsmodelle verändert. Mit dem Aufkommen der Elektrizität wurden neue Geschäftsmodelle möglich. Und seit den 80ern kommt also der Personalcomputer auf. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir Geschäftsmodelle uns vorstellen, die beziehungsweise auch realisieren, die ohne IT-Unterstützung gar nicht mehr denkbar wären. Und wie das ausschaut und wie sich dadurch die Unternehmen verändern und welche neuen Gestaltungsmöglichkeiten es dabei gibt, sowie wie IT-Architekturen ausschauen und neue Technologien, das ist Gegenstand unserer Forschung und Lehre. Ja, und das sieht dann halt zum Beispiel so aus, wie ich das jetzt hier gerade zeige. Und das sieht jetzt erstmal sehr analog aus, ist es auch zum großen Teil, dass also quasi in einem Studiengang mit der Bezeichnung Digital doch die Leute auch sehr viel miteinander kollaborieren und sich miteinander unterhalten. Wenn Sie aber genau hinschauen, dann werden Sie auf diesen Fotos sehen, dass also quasi auch jeder irgendwie in Verbindung mit einem Computer steht. Das heißt also, die Synthese aus der Kollaboration, aus der Kommunikation untereinander, gleichzeitig mit der Unterstützung technischer Hilfsmittel oder IT-Hilfsmittel, das erzeugt eigentlich hier sozusagen den Vibe für die Forschung und die Praxis der digitalen Transformation. Ja, seit Corona sieht es zum Teil allerdings auch so aus. Das heißt also, wir bieten Teile der Vorlesungen auch online an und da, wo es sich anbietet, in unseren Laboren, wechseln wir auch von online wieder in Präsenz, um halt direkt vor Ort genau diese Art von Austausch, von der gegenseitigen Diskussion über solche Ansätze des Digital Business hier Vorteile zu ziehen. Ja, das machen wir nicht alleine, sondern das erfordert natürlich ein ganz großes Netzwerk und die
Teilnehmer an dem Netzwerk sind vor allen Dingen halt Hochschulen und Universitäten. Dazu zählen die Gründungspartner des Hermann-Hollerith-Zentrums. Dazu gehören viele Unternehmenspartner. Sie sehen schon die großen Namen, die hier aus Böblingen stammen, beziehungsweise auch in der weiteren Umgebung, und Forschungspartner, die national wie international durch die Kontakte der Professoren am Hermann-Hollerith-Zentrum eingebracht werden. Dadurch erklärt sich auch, wie die aktuellen Programme ausschauen. Wir werden heute sehr intensiv über die beiden hauptsächlichen Masterprogramme sprechen. Die Masterprogramme sehen Sie rechts unten in der Lehre. Das sind die Masterprogramme Digital Business Engineering und das Masterprogramm Digital Business Management. Vom Namen her sehr ähnlich, auch was natürlich den Fokus auf das Digital Business angeht. Logischerweise, hier teilen sich die Programme da große Gemeinsamkeiten. Die Schwerpunkte hinsichtlich des IT-Anteils und der Informatik sind unterschiedlich, und wie das genau aussieht, werden wir im Verlauf des heutigen Infotages sehen. Professoren sind in Forschungsgruppen organisiert, und beides zusammen kumuliert dann in dem Promotionsprogramm. Das heißt also, wir bieten auch die Möglichkeit an, dass unsere Professoren Sie hier auf einem weiteren akademischen Karrierepfad, wenn Sie ihn denn beabsichtigen, einzuschlagen, in Form einer Promotion zu unterstützen. Ja, und damit bin ich eigentlich schon mit der kleinen Vorstellung hier des Hermann-Hollerith-Zentrums fertig und möchte zum ersten Hauptteil kommen, nämlich der Vorstellung des Studienprogramms Digital Business Engineering. Und Digital Business Engineering, also das Wort Engineering, das wollen wir auch gerne leben. Das heißt, wir beschäftigen uns hier vor allen Dingen in diesem Programm mit der Digitalisierung, vor allen Dingen mit den IT-Methoden der Digitalisierung. Und um unseren Studiengang mal darzustellen, da verwenden wir auch sehr oft Instrumente, die im Studiengang selber gelehrt werden. Und hier sehen wir zum Beispiel in der Darstellung das sogenannte Vision Board des Studiengangs. Ein Vision Board ist ein sehr einfaches Instrument, was auch in der Vorlesung Entrepreneurship zum Einsatz kommt, wo man sehr kompakt formulieren kann, worin eigentlich die Vision, die Zielgruppe, das Produkt, der Wert einer Vision bestehen. Und das nutzen wir hier auch gleichzeitig, um unseren Studiengang zu präsentieren. Und ich greife jetzt einfach mal ein paar Punkte aus diesem Vision Board raus. Das finden Sie also auch auf unseren Webseiten und werde dazu noch ein paar kleine Details erzählen. Ja, das Programm Digital Business Engineering zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass wir einen interdisziplinären Ansatz fahren. Das heißt, unsere Studierenden kommen aus verschiedenen Hintergründen. Das sind also Studierende beispielsweise der Wirtschaftsinformatik, sind aber auch Informatiker, sind Wirtschaftswissenschaftler, also Leute mit einem BWL-Hintergrund oder sogar mit einem ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund. Die kommen hier zusammen in unserem Studienprogramm, um die ingenieurswissenschaftlichen Methoden der IT-basierten Wertschöpfung für die Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle zu legen. Das heißt, das Programm fokussiert sich auf Computer- und informationsverarbeitende Prozesse, die die primären Produktionsmittel in diesen neuartigen geschäftsrelevanten Strategien darstellen. Das kann zum Beispiel eine Diskussion über IoT, also dem Internet of Things, Social Media, die digitalen Transformationen sowie dem Know-how für die Strategien in diesem Fall sichtbar werden. Das heißt, wir schauen uns vor allen Dingen halt Prozesse an, wertschöpfende Prozesse mit einem hohen IT-Anteil, die auch erst durch den Einsatz von IT überhaupt möglich werden. Also IT nicht als Unterstützer von Prozessen, wie elektronische Formulare das beispielsweise sind, sondern IT als Enabler von Prozessen. Und wir suchen dafür natürlich Sie, also innovationsorientierte Studierende, die vor allen Dingen ihr technisches Know-how vertiefen wollen. Wenn Sie also aus einem Studienprogramm kommen, wo Sie die Notwendigkeit erkennen, dass Sie mehr Know-how im Bereich Software und IT brauchen, dann passen Sie perfekt in unsere Zielgruppe. Wir wollen Sie also, die Ihr Know-how im Bereich Software, Data Products, Service Engineering, IoT, künstliche Intelligenz vertiefen wollen, um damit neue IT-basierte wettbewerbsfähige Geschäftsideen zu verwirklichen, die wollen wir haben. Wenn wir Ihre Karriere weiterentwickeln können in diesem Bereich, kommen Sie zu uns. Wenn Sie die Digitalisierung und digitale Unternehmen maßgeblich mitgestalten wollen, dann sind Sie der wichtigste Teil unserer Zielgruppe. Das Produkt, was wir Ihnen anbieten, ist, dass Sie hier bei uns ein Masterstudium absolvieren, was genau die Ausbildung darstellt, die digitale Unternehmen im Umfeld schnell veränderlicher Technologien für ihre
neuartigen und wettbewerbsfähigen Geschäftsmodelle brauchen. Sie erhalten bei uns eine wissenschaftliche Ausbildung zusammen mit unseren akademischen Partnern, unter anderem der Universität Stuttgart, und Sie können das Ganze berufsbegleitend studieren. Das heißt, Sie können sowohl im Unternehmen sein, wie auch bei uns studieren und das Gelernte gleich in Ihr Unternehmen transferieren, beziehungsweise auch wichtige Fragestellungen, mit denen Sie beschäftigt sind, im Unternehmensalltag ins Studium einbringen. Am Standort Böblingen, in der Nähe zu großen mittelständischen digitalen Unternehmen, sind Sie da hier bei uns natürlich bestmöglich aufgehoben. Und das ganze Programm, also sozusagen, kriegen Sie in einem dreisemestrigen Studium unter. Das Programm Digital Business Engineering hat in den Inhalten 70% Informatik- bzw. IT-Inhalte und besteht zu 30% aus wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten. Nach drei Semestern schließen Sie in der Regelstudienzeit das Programm mit dem Master of Science ab. Um zu beginnen mit dem Programm, brauchen Sie einen Bachelor mit mindestens 210 ECTS. Studierende, die einen Abschluss mit 180 ECTS haben, werden ebenfalls zugelassen, müssen aber zusätzlich noch eine Angleichungsleistung machen. Die Besonderheit dabei in dem Studium ist, dass es berufsbegleitend studierbar ist durch die durchgängig blockweise Durchführung aller Lehrveranstaltungen. So, und wenn Sie ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Hier in diesem Pflichtprogramm dieser Module lassen Sie mich da nur mal ein, zwei Sachen rausnehmen, die besonders sind. Zum Beispiel hier das Modul Artificial Intelligence ist bei uns ein Pflichtmodul, weil wir insbesondere im Zusammenhang mit dem Digital Business und der Veränderung digitaler Geschäftsmodelle erkennen, dass dass Methoden der künstlichen Intelligenz und des Machine Learnings hier einen festen Beitrag leisten werden und auch das in Zukunft. Und deswegen ist es bei uns kein Wahlfach, sondern ein Pflichtfach, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Art von Ansatz auch in Zukunft in den digitalen Geschäftsmodellen einen großen Wertbeitrag leisten wird. Insbesondere wenn Sie berufsbegleitender Studierende sind, dann könnten also die Projekte zum Beispiel interessant sein, wie auch natürlich die Thesis, indem wir die Inhalte eines Berufsalltags beispielsweise auch direkt in das Studium wieder zurücktransferieren können. Das heißt, Studierende können in Projekten oder Masterthesis bei uns entsprechend praxisrelevante Fragestellungen erläutern und bearbeiten. In den Projekten tun sie das zusammen mit anderen Studierenden in Teams, können aber auch eigene Fragestellungen aus dem Unternehmen hier einbringen. Das ist einerseits für Projekte möglich, wie auch für Masterthesen. Diese Pflichtmodule werden noch ergänzt durch die sogenannten Electives, also die Wahlpflichtmodule. Und die Wahlpflichtmodule, da gibt es auch einen ganz großen Katalog, der sich bedingt vor allen Dingen durch unsere besondere Position, die wir hier einnehmen. Zum einen gibt es natürlich die Wahlfächer, die wir hier direkt am Hermann-Hollerith-Zentrum anbieten, wie zum Beispiel Internet of Things, Innovative Methods of Service Engineering oder eine Vertiefung der Methoden aus der künstlichen Intelligenz, dem sogenannten Data Product Engineering, wo Sie lernen, die Methoden der künstlichen Intelligenz mithilfe der Software Engineering Methoden zu kombinieren, um dann entsprechende Datenprodukte in iterativer, agiler Entwicklung voranzubringen. Durch den Forschungspartner der Universität Stuttgart stehen uns also auch da Möglichkeiten zur Verfügung, dass Sie Fächer der Informatikfakultät in Stuttgart besuchen können. Das sind also die Module Algorithmics, Loose Coupling, Data Management und Analysis. Die sind theoretisch wesentlich tiefgehender, also insbesondere Data Management und Analysis behandeln die gesamte Datenbanktheorie. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, später eine Promotion anzustreben, dann können wir mit unseren Kooperationspartnern hier für Sie Möglichkeiten eröffnen. Setzt allerdings voraus, dass Sie vor allen Dingen in diesen Bereichen der Wahlfächer hier die Wahlfächer der Uni Stuttgart belegen. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, wenn in diesem Katalog jetzt nichts Interessantes für Sie dabei ist, da wir ja eine Außenstelle der Fakultät für Informatik der Hochschule Reutlingen sind, auch entsprechende Wahlfächer in Reutlingen zu besuchen. Hierbei vor allen Dingen die Wahlfächer aus dem Wirtschaftsinformatik-Master. Das ist möglich. Dann können Sie mich einfach vorher, wenn Sie sowas planen, ansprechen. Ich bin nicht nur der Studiendekan, sondern auch gleichzeitig der Kerl, der hier überprüft, dass es mit den Prüfungen alles richtig zugeht und damit Ihr Ansprechpartner für allerlei Anerkennung von Prüfungsleistungen. Gut, ganz zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz zwei, drei Dinge sagen. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf dieses Studienprogramm, stellen Sie sicherlich die Frage, ja, wie kann ich jetzt so ein Studium erfolgreich durchführen?
Wie unterstützt mich das Hermann-Holleritz-Zentrum dazu, erfolgreich zu sein in dem Studium Digital Business Engineering? Und eines der Hauptauszeichnungskriterien dieses Studienprogramms ist es, dass die Digitalisierung Informatik-Know-how braucht. Sie kommen um Wissen im Bereich Software nicht umhin. Das hat schon Marc Andreessen 2011 erkannt und in dem sehr ikonischen Satz ausgedrückt, Software is eating the world. Und um das zu ermöglichen in dem Studium, bieten wir für alles im Erstsemester einen Udemy Data Science Kurs an. Diesen Kurs bezahlen wir für Sie, das heißt, Sie bekommen dann diesen Kurs und lernen in Online-Lektionen die Programmiersprache Python sowie die Erstellung von ersten Machine Learning Modellen einschließlich Deep Learning. Da der Kurs auf Sie ausgerichtet ist, also mit Ihrem Namen versehen ist, erhalten Sie am Ende von Udemy auch eine persönliche Teilnahmebescheinigung, die Sie auf Ihren Berufsprofile wie zum Beispiel LinkedIn einbinden können. Für das Studium hat dieser Data Science Kurs vor allen Dingen die Bedeutung, dass die Inhalte Sie verwenden können in den Modulen Distributed Systems, Artificial Intelligence und IoT. Das heißt also, trotz verschiedener Hintergründe unserer Studierenden bereiten wir Sie durch diesen Kurs halt darauf vor, erfolgreich in diesen Modulen zu sein. Zusätzlich unterstützen wir insbesondere für sehr tiefgehende informatiklastige Module unsere Studierenden mit Videos und Software-Tutorials. Diese Tutorials, insbesondere im Bereich Distributed Systems, wiederholen die wichtigsten Grundlagen. Ein Hauptauszeichnungskriterium dieser Tutorials ist vor allen Dingen, dass sie keine Tutorials aus dem Internet sind, sondern von unseren Studierenden erstellt wurden. Denn unsere Studierenden wissen natürlich am besten, was also in diesen Modulen verlangt wird und können die Tutorials deswegen optimal auf die Vorbereitung dieser Module abstimmen. Das ganze Studium ist vor allen Dingen darauf angelegt, dass Sie es auch berufsbegleitend studieren können. Hier sehen Sie mal so eine kleine Umfrage unter unseren Studierenden, in welchen Beschäftigungsverhältnissen sie unterwegs sind. Und da sehen Sie, dass also quasi ein Drittel unserer Studierenden in Festanstellung studieren und einen 100% Vertrag haben, was halt bedeutet, dass die Unternehmen diese Studierenden für dieses Studium freistellen. Zusätzlich sehen Sie auch noch, dass ein anderes Drittel Werkstudententätigkeiten umfasst. Und wir sehen auch noch einen großen Anteil von Studierenden von 15% beziehungsweise von so circa 5-6%, die auf der Suche nach Berufen sind beziehungsweise nach Jobs sind oder auch Vollzeit bei uns studieren und aktuell keiner Berufstätigkeit nachgehen. Für alle diese Studentengruppen können wir dieses Programm anbieten. Durch diese blockweise, nicht terminlich kollidierende Ausgestaltung unserer Module ist es also möglich, dass also sowohl Vollzeitstudenten wie berufsbegleitende Studenten das Programm gleichzeitig studieren können. Ja, und hier nochmal so ein paar Features, die ich da herausgreifen möchte, besondere Features des Studiums, die dieses berufsbegleitende Studium ermöglichen. Insbesondere bieten wir in dem Programm alle Module aller Fachsemester in jedem Semester an. Das heißt also, es ist nicht so, dass einige Module nur in dem einen Semester und dann erst im späteren Semester wieder angeboten werden, sondern in jedem Semester haben Sie alle Module zur Verfügung und können sie studieren. Das erlaubt Ihnen vor allen Dingen eine freie Wahl der Modulreihenfolge. Und für berufsbegleitende Studierende bedeutet das, dass Sie halt die Module nach persönlicher und beruflicher Situation studieren können, jederzeit in jedem Semester. Berufliche Situation, persönliche Situation verändern sich. Das Studienprogramm ist in der Regel Studienzeit von 3 Semestern angelegt. Sie können ohne weiteres bis zu 6 Semester Ihr Studium ausdehnen und somit auch auf unerwartete berufliche oder persönliche Situationen halt Rücksicht nehmen. Planänderungen, sowohl beruflich wie auch persönlich, sind möglich. Dinge, die Sie sich vorgenommen haben, können auch, insbesondere in der heutigen Zeit, einfach auch schnell scheitern. Insofern zwingen wir keine Studierenden hier zur Präsenzpflicht, sondern Sie können, wie gesagt, an den Veranstaltungen entsprechend freiwillig teilnehmen. Die Veranstaltungen sind durchgehend blockorientiert und es sind somit auch in schwankenden persönlichen Situationen immer noch machbar. Wir verschmelzen die Berufstätigkeit mit dem Studium, indem wir Fragestellungen aus dem Beruf, aus Ihrem Berufsalltag aufnehmen können. Die können zum Beispiel in Projekte integriert werden oder auch in die Thesis. Somit entsteht für Sie in diesen Aspekten keine Mehrfachbelastung, sondern Sie können einfach quasi diese Fragestellungen mit den Studienaktivitäten verschmelzen. Teamarbeit ist eigentlich der Standard in der unternehmerischen Tätigkeit und das sehen wir auch bei unseren Studierenden. Diese Art der Zusammenarbeit transferieren wir auch in die Art und Weise, wie das Studienprogramm prüfungstechnisch organisiert ist.
Fast alle Prüfungen finden bei uns ausschließlich als Teamarbeiten statt. Insofern, das Konzept, was Sie im Unternehmen leben, werden Sie bei uns hier in dem Programm wiederfinden. Ja, ganz zum Schluss nochmal ein paar Instrumente aufgezählt, die insbesondere in der Corona-Zeit entwickelt wurden. Wir sind ja ein digitales Studienprogramm. Demzufolge ist auch der schnelle Wechsel einer Präsenzveranstaltung zu Online-Veranstaltungen und die Verwendung von vielen digitalen Instrumenten für uns selbstverständlich. Und danach richten wir auch das Studienprogramm aus. Wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe von Online-Quizzen entwickelt, mit denen Studierende bei uns die Inhalte der Module im Nachgang nochmal vertiefen können. Das hilft vor allen Dingen dann, wenn sie zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen nicht besuchen konnten, aufgrund dieser persönlichen Situationen. Viele Vorlesungsinhalte sind mittlerweile als Videos verfügbar. Haben Sie eine der Veranstaltungen verpasst, fragen Sie die Professoren nach der Videoaufzeichnung der letzten Veranstaltung. Bei uns finden sehr viele Aktivitäten auch in Laboren statt, wo Studierende Hands-on-Erfahrung erreichen können, um verschiedene theoretische Inhalte nochmal praktisch zu vertiefen. Das sind vor allen Dingen die Labore des Smart Retail Labs oder Smart Home Lab, Smart Environment für die Lehre. Das heißt also, da setzen wir Sensorsysteme ein, um die Lehre und das Lernen am HHZ zu verbessern. Anwendungen dafür, digitale Services, werden von unseren Studierenden programmiert. Diese Studierenden, die sorgen also letzten Endes dafür, dass sie ihr eigenes Studienprogramm dahingehend optimieren und verbessern, sodass die Studienbedingungen von Jahrgang zu Jahrgang entsprechend verbessert werden können. Das Labor für digitale Transformation erforscht neue Service-Ökosysteme und ganz neu ist das KI-Labor, also das Labor für künstliche Intelligenz, was verschiedene Methoden des Maschinenlernens und der künstlichen Intelligenz für das Nutzen in zukünftigen Arbeitsumfeldern wie Smart Office bzw. Home Office untersucht. Alle unsere Vorlesungstermine sind in einem Google-Kalender organisiert, was ein sehr kompatibles Verfahren darstellt, hier diese Termine auch an unsere Studierenden heranzubringen. Und wir pushen das Studium quasi auch zu Ihnen nach Hause. Seit diesem Wintersemester gibt es auch experimentell eingesetzt einen Alexa-Skill. Mit dem können Sie sich also quasi mit dem Vorlesungsplan unterhalten und somit auch von zu Hause aus quasi mit unserem Campus hier verbunden bleiben. Regelmäßige Meetups mit Professoren und Studierenden sorgen dafür, dass wir also die Sorgen und die Nöte unserer Studierenden aufnehmen und entsprechend die Organisation des Programms hier anpassen können. Ganz zum Schluss meiner eigentlichen hier kleinen Rede möchte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick geben in das Smart Lab bei uns. Das Smart Lab ist ganz neu jetzt hergerichtet worden und sieht deswegen auch ein bisschen leer aus. Ich schalte mal ganz kurz meine Kamera um, sodass Sie also quasi auch sehen, wo ich sitze. Und zwar, Sekunde, so, hier, das ist jetzt quasi das Smart Lab. Momentan ist es noch ein sehr leerer Raum hier. Und vielleicht sehen Sie so ein bisschen vielleicht hier an dem Hintergrund, ne? Also da sind die verschiedenen Steckdosenleisten schon integriert. Dann hätten wir also morgen unsere Veranstaltung, dann könnte ich Ihnen ein bisschen mehr von dem Smart Lab zeigen. Denn morgen wird das ganze Equipment wieder in das Smart Lab eingebaut. Was ich Ihnen aber zeigen kann, ist vor allen Dingen, dass wir also das gesamte HHZ mit Sensordaten ausgestattet haben oder mit Sensoren ausgestattet haben, sodass wir also die verschiedenen Aktivitäten, die hier im Rahmen der Lehre und der Forschung stattfinden, digital erfassen können. Und das können wir zurückspielen in die Räume auch, die wir einsetzen. Etwas, was mein Doktorand gerade implementiert hat, ist, dass hier in diesem Smart Lab die Beleuchtung beispielsweise vollständig digital steuerbar ist. Es gibt also Software, die im Hintergrund läuft, die auch unseren Studierenden zur Verfügung steht, wo dann beispielsweise die Beleuchtung geändert werden kann. Ich schalte einfach mal um. Hier beispielsweise sieht man dann die Veränderung der Beleuchtung. Das heißt also, das ist eine typische Installation hier bei uns, wo wir also die Räumlichkeiten mit digitalen Technologien ausstatten, um unseren Studierenden auch die Möglichkeit zu geben, diese Technologien, die jetzt gerade aufkommen, zu erforschen, mit denen umzugehen und eigene Ideen darin zu verwirklichen. Und es macht sich auch zum Beispiel daran fest, dass wir auch in Zukunft hier alle Räumlichkeiten, die wir am HZ haben, mit Sprachassistenten auch ausstatten, um unseren Studierenden die Möglichkeit zu geben, mit dieser Technologie neue interessante Services für die Verbesserung der Lehr- und Lernsituation am HZ zur Verfügung zu stellen. So, damit wäre ich eigentlich schon mit meinem Teil zu Ende. Und was von dem
von dem Vision Board noch übrig bleibt, letzten Endes, ist ja, dass wir nochmal kurz das Programm zusammenfassen. Also der Schwerpunkt des Programms Digital Business Engineering ist vor allen Dingen der Informatik-Schwerpunkt mit 70%. Wir stellen in unseren Vorlesungen einen hohen Praxisbezug her, indem wir Fragestellungen aus Unternehmen aufgreifen und in Projekten und Thesen mit unseren Studierenden bearbeiten. Neue Fragestellungen werden von den Praxispartnern eingebracht. Wenn Sie gerne mit modernen Technologien experimentieren wollen, dann sind Sie bei uns hier an der richtigen Adresse. Kurze Wege, coole Ideen schnell in unseren Laboren auszuprobieren, ohne große Rücksprache mit Bedenkenträgern, ist unsere Natur und zeigen wir auch in unseren anwendungsnahen Laboren über Smart Retail, Smart Shop, Smart Home bzw. Smart City und das neue KI-Labor. Unser Studium ist für Sie individuell gestaltbar. Sie haben eine freie Modulreihenfolge. Es gibt keine Präsenzpflicht. Sie können in Ihrer Geschwindigkeit bis zu 6 Semestern studieren. Alle Vorlesungen sind blockorientiert, was es halt möglich macht, dass Sie die Lehrveranstaltungen optimal mit einer Berufstätigkeit vereinbaren können. Und zusätzlich bieten wir einen Karrierepfad an durch weitere Blockveranstaltungen der Universität Stuttgart hin zu einer Promotion. Das Ganze kostet Sie, und damit komme ich jetzt zum Lama-Felddeckenverkauf, eigentlich nur 180 Euro, also das ist der Semesterbeitrag in dem Semester und enthält zusätzlich für alle Studierenden am Campus hier in Böblingen ein VVS-Ticket, mit dem Sie hier im Umkreis Böblingen-Stuttgart den VVS nutzen können und somit uns auch sehr einfach erreichen können. Ja, der Wert des Studiums, denke ich mal, da brauche ich jetzt als Studiendekan, möchte ich jetzt eher weniger dazu was sagen, sondern hier an unsere Studierenden übergeben, die einfach mal von sich aus einen Einblick geben, wie sie das Studium erleben und was an dem Studium für sie insbesondere interessant ist. Und damit übergebe ich an die Studierenden, die mal ein bisschen was aus ihrer Perspektive berichten. Bitteschön. Dankeschön, Herr Decker. Dann würde ich übernehmen. Kurze Frage, versteht man mich? Perfekt. Jetzt muss ich kurz mein Video starten. Kurz Moment. Jetzt müsste man mich sehen, oder? Ja, passt. Ja, wunderbar. Also, ich bin der Philipp Pfefferle. Ich studiere jetzt seit Oktober im ersten Semester hier am HHZ. Ich studiere das Ganze berufsbegleitend. Das heißt, ich arbeite gerade momentan bei der MHP in Ludwigsburg, 4 Tage die Woche. Und den einen freien Tag, den teile ich mir so ein, dass es eben mit der Uni irgendwie gestaltbar ist. Ich sitze jetzt hier gerade momentan im Raum 26, das ist unser großer Vorlesungsraum. Ich kann dir mal kurz zeigen. Der sieht einmal so aus. Und wenn wir jetzt nach vorne Richtung Tafel sozusagen blicken, findet man da noch so eine Kamera. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht. Ich laufe kurz hin. Aber hier ist so eine Kamera, die dann zum Beispiel auch die Vorlesungen aufzeichnet. Beziehungsweise wenn man zum Beispiel Corona-bedingt ausfällt oder krank ist, dann kann man auch so live teilen in einem Livestream. Ja, wie bin ich aufmerksam geworden auf den Studiengang? Ich bin ein bisschen ins Gespräch gekommen mit einem Studenten, der momentan im 3. Semester das Ganze studiert. Ich kenne ihn aus dem Bachelorstudiengang. Ich habe IT-Produktmanagement in Furtwang studiert. Und mit dem habe ich ein bisschen gequatscht und der hat mich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Ja, meine Motivation, warum ich das eigentlich studiere, geht dahin, dass ich durch meinen IT-Background mich eben noch ein bisschen weiter vertiefen wollte in digitalen Geschäftsmodelle. Also wie entwickelt man die, wie setze ich die um, wie bringe ich die auf den Markt? Auch hinsichtlich einer eventuellen späteren Selbstständigkeit. Ich habe für mich gemerkt, dass das Angestelltenleben nicht ganz meins ist und deswegen würde ich mich gerne irgendwann selbstständig machen. Und da finde ich den Studiengang echt perfekt geeignet. Lässt sich ideal mit einem Beruf vereinbaren. Einfach aufgrund der Flexibilität hat der Herr Decker schon alles ausgiebig erzählt. Und meiner Meinung nach decken auch die Inhalte des Studienprogramms wirklich alle Felder ab, die man so braucht, um im Themengebiet der digitalen Geschäftsmodelle irgendwie Fuß zu fassen und durchzustarten. Was ich auch noch betonen sollte, ist vielleicht, dass wir nur eine einzige Prüfung schreiben während des kompletten Studiums. Alles andere sind Projekte, die benotet werden, beziehungsweise Hausarbeiten. Und in diesen Projekten, da kann man eben in Eigenregie mit den verschiedenen Projektteams echt viel lernen. Und dadurch, dass eben, wie jetzt anfangs erwähnt von Herrn Decker, alle möglichen Studierenden zusammenkommen in den Master mit verschiedenen Backgrounds,
ist es eben echt ein reger Austausch und man kann da wirklich richtig viel dazulernen. Also ich kann es euch nur empfehlen, das zu machen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir auch gern auf LinkedIn einfach schreiben, auf LinkedIn. Ich stehe da auch gern für Fragen zur Verfügung. Genau, ich gebe ab an die Nächsten. Ja, vielen Dank, Philipp. Auch von meiner Seite wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich berichte hier aus dem Raum. Oh, jetzt Licht ausgegangen. Berichte hier aus dem Raum 121. Das ist unser Gruppenarbeitsraum. Zeige ich euch mal kurz. Hier laufen auch spannende Projekte. So, ich komme aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Den habe ich in Reutlingen studiert. Da wurde ich dann auch aufmerksam auf den Masterstudiengang, mit dem ich sehr zufrieden bin. Auf den habe ich sogar ein Semester lang gewartet, weil ich den unbedingt studieren wollte. Und wurde bis jetzt auch nicht enttäuscht. Besonders hervorheben möchte ich die projektorientierte Arbeitsweise und auch Ablegung der Prüfungen. Das finde ich super. Man hat die Vorlesung und sitzt jetzt nicht den ganzen Tag vor einer theoretischen Vorlesung, sondern hat immer wieder Breaks, bei denen dann gleich das Praktische gefragt ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten ist es auch wirklich komplett vereinbar mit einem Nebenberuf. Ich bin selbst in Teilzeit bei Bosch Sensortec in Reutlingen angestellt und bin nebenbei auch noch Papa. Und das kriegt man alles super auf die Reihe mit dem Studiengang. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und gebe weiter an Damian. Ja, danke schön, Alessio. Hier ist gerade zeitgleich das Licht ausgegangen bei uns beiden. Ja, also ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Damiano Squillante. Ich habe davor Informationslogistik studiert in Stuttgart und auch ich bin Teilzeit angestellt beim Daimler in Stuttgart und habe mich nach meinem Studium dazu entschieden, auch einen Master dran zu hängen. Gerade weil ich wollte tiefer in die Materie gehen, gerade so zum Thema Digitalisierung, Informatisierung von Unternehmen. Und da habe ich über zahlreiche Webrecherchen dann im Endeffekt das HHZ gefunden, über die Hochschule Reutlingen. Und hatte mich da auch dann dafür beworben, beziehungsweise dann später eingeschrieben. Am Anfang, also Man sollte vielleicht dazu noch sagen, für das Auswahlkriterium ist ja auch die englische Sprache im Niveau, Herr Decker, was war es nochmal? B2? Ah, es war B2-Niveau, ja. Genau. Das muss, beziehungsweise das sollte man vorweisen können. Die Hochschule Reutlingen ist da sehr streng und die möchten dazu auch immer eine Bescheinigung sehen. Das kann man dazu erwähnen, aber ansonsten gab es da keine, also gibt es keine Hürden. Und warum ich den Studiengang an sich cool finde, gerade der blockorientierte Studium habe ich davor nicht gehabt, muss ich sagen, ist erfrischend. Und man schafft sehr viel gleichzeitig, also man leidet nicht darunter, wie jetzt in einem Vollzeitstudium vom Bachelor vielleicht. Sondern ich habe das halt sehr erfrischend und angenehm wahrgenommen über die gesamte Zeit jetzt bis im zweiten Semester. Was ja jetzt auch demnächst wieder rum ist. Die Kooperation mit der Universität Stuttgart, auch sehr, sehr interessant, was auch für den Studiengang spricht. Man hat viele Möglichkeiten, nicht nur im Hause, also in Reutlingen oder HHZ, was mitzunehmen, sondern auch hier an der Universität Stuttgart. Und da ist zum Beispiel Distributed Systems oder aktuell auch gerade BPMN, also sehr, sehr viel, was man da mitnehmen kann. Die zwei Module, die ich gerade genannt habe, sind auch Bestandteil des Studiums. Also sind keine Wahlfächer, sondern an denen muss man teilnehmen und bestehen. Und jetzt gerade beim Herrn Rossmann im Artificial Intelligence, gerade zum Unternehmensbezug. IBM ist da gerade auch bei uns am Start und zeigt uns sehr, sehr viele fancy Sachen, was halt möglich ist. Und auch sehr, sehr interessant, sehr spektakulär.
ich bin gespannt, da noch viele weitere Themen hören zu dürfen in Zukunft. Ansonsten zu den Inhalten des Studiums, was fällt mir dazu ein? Entrepreneurship, IoT, Distributed habe ich schon gesagt, Artificial Intelligence, das waren alles so Themen, mit dem, wo ich mich wohlfühle und sehr froh bin, diese hier jetzt im Master absolvieren zu dürfen. Wenn es auf die Frage ankommt, gerade Berufstätigkeit und dieser Masterstudium, kann ich ganz klar sagen, ja. Also bei mir, ich bin mit 20 Stunden jetzt von der Arbeit aus jetzt nicht überladen und klar, es ist ein Studium, ist immer eine Eigeninitiative auch und man muss halt leisten, sagen wir es mal so. Man muss, so wie man auf der Arbeit leistet, muss man auch natürlich im Studium leisten. Was erwähnenswert ist und wirklich für diese Hochschule spricht, ist die, die Schnelligkeit, also die Dynamik. Wir haben eine außergewöhnliche Situation mit der Coronavirus. Ich habe im März mit Alessio zusammen angefangen, hier im ersten Semester, und jeder war ängstlich, jeder hat nicht gewusst, wohin. Auf jeden Fall diese Umstellung in die, in diese digitale Vorlesungen ging reibungslos und wirklich sehr, sehr vorbildlich. Da muss man allen Professoren danken, dass die uns diesen Einstieg so gut und so easy wie möglich gestaltet haben. Also das war eine meiner Ängste, aber überhaupt keine. Also war absolut unberechtigt. Das kann man hinzufügen und man bekommt auch Werkzeuge, gerade so wie Microsoft Teams, also alle Lizenzen, Möglichkeiten, Programme, Tools, die man benötigt, um hier erfolgreich zu sein, werden bereitgestellt, auch ohne Wenn und Aber. Und natürlich auch dieser Data Science Kurs, der zu Beginn hier bereits vergeben wird, ja, von Seiten Decker. Ich sitze hier in dem ganz normalen Vorlesungsraum, etwas kleiner, aber allgemein, wenn man hier reinkommt im HRZ, alles super modern, super digital, überall stehen Alexas rum, also sehr, sehr lobenswert. So viel zu mir. Wenn es Fragen gibt, okay, gerne per Chat oder anschreiben. Wunderbar, besten Dank an die Studis. Der Herr Pöffel hat gleich noch mal ein bisschen was zu dem B2-Niveau geschrieben. Das hat man für gewöhnlich, wenn man einfach ein Abitur gemacht hat in Deutschland und dabei im Kurssystem Englisch gehabt hat und das bestanden hat, dann hat man das automatisch. Ansonsten hat man es auch, wenn man im Vorstudium, im Bachelorstudium eine entsprechende ECTS-Anzahl an englischsprachigen Vorlesungen bzw. Prüfungen hat. Das ist also für die meisten eigentlich erfüllbar. Es gibt nur ganz seltene Fälle, wo das nicht erfüllbar ist. Wenn Sie da unsicher sind, dann einfach mich als den Studiendekan kontaktieren. Dann kann ich das mit Ihnen diskutieren und wir klären das dann, um Ihnen die entsprechende Sicherheit bei der Bewerbung zu geben. Okay, damit sind wir auch für den Studiengang Digital Business Engineering soweit durch. Und ich würde deswegen die Gelegenheit nutzen, dass Sie oder Sie auch auffordern, dass Sie vielleicht zwischendurch noch Fragen stellen im Chat oder falls Sie jetzt unmittelbar eine Frage haben, dann jetzt gleich. Ansonsten würden wir nämlich zum nächsten Studienprogramm kommen. Deswegen ganz kurz die Rückfrage. Haben Sie jetzt aktuell gerade Fragen, die Sie jetzt hier stellen wollen? Ja, hallo, Andreas Kreis, mein Name. Ich hätte tatsächlich Fragen. Also mein Background ist Technische Informatik von der Hochschule Esslingen, habe mich jetzt auf ihren Studiengang beworben und deshalb die Frage, wo denn der Schwerpunkt von Programmiersprachen liegt. Also Sie haben ja schon Python vorgestellt. Mhm. Ist das der Schwerpunkt oder wäre da noch Java dann dabei vermutlich? Oder also wo ist der also Schwerpunt gesetzt? In dem Modul, das du bitte. Ja, also wir setzen persönlich jetzt keinen Schwerpunkt in der Programmiersprache für das gesamte Studienprogramm, sondern das ist von Modul zu Modul kann man die Schwerpunkte verschieden setzen. Im Modul Distributed Systems kann man sowohl Python wie auch Java programmieren. Wir würden jetzt mal Python empfehlen, auf der einen Seite, weil wir natürlich diesen Data Science Kurs machen, weil es die Sprache ist, die in dem KI-Gebiet zum Ansatz kommt. Es ist die Sprache, die auf eingebetteten Systemen wie Raspberry Pis, was zum Beispiel für die IoT-Vorlesung interessant ist, zum Einsatz kommt. Und die Sprache kann man auch letzten Endes im Bereich Distributed Systems anwenden. Also der Prof ist da offen, was das angeht. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, Sie müssten sich auf eine Sprache fokussieren, weil Sie nicht die Kapazität haben, mehrere Sprachen zu lernen, dann würde ich ganz klar für Python votieren, dass Sie darauf sich fokussieren, weil es insbesondere im KI-Bereich und im IoT-Bereich die Sprachen sind, die da vorherrschen.
Also Python, damit arbeite ich, seit ich eben berufstätig bin, also seit 2 Jahren, eigentlich täglich. Von dem würde es sehr gut passen für mich. Ich wollte bloß fragen, ob man dann in Java auch noch so zumindest ein bisschen, weil da hätte ich sehr wenig Erfahrung und würde es gern ausbauen. Können Sie prinzipiell machen, Modul Distributed Systems, ja, da könnten Sie die Sachen auch in Java programmieren. Allerdings liefern wir jetzt im Gegensatz zu Python da keine unmittelbare Unterstützung, also in Form eines Kurses, sondern unsere Erfahrung ist eigentlich, dass die Studierenden mit Java-Kenntnissen aus Vorstudien kommen und meistens eigentlich eher das Problem mit Python haben. Also eigentlich umgekehrt die Situation, die Sie hier gerade beschreiben. Okay, ja gut, das kriegt man auf jeden Fall hin. Dann hätte ich noch eine Frage mit den Projekten, die aus dem beruflichen Kontext kommen, werden die dann öffentlich gemacht? Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass mein Arbeitgeber das dann gerade eben nicht wollte, wenn es jetzt ein Projekt wäre, wo irgendwie dann auch verkauft werden soll. Das wäre dann vermutlich nicht gewünscht, oder? Also bei dieser Art, da muss, wenn natürlich Studierende Projekte einbringen, da muss man drüber reden, weil es geht ja nicht nur um die Geheimhaltung, die Sie jetzt erwähnen, sondern das ist ja eine Studienleistung. Das heißt, ich als Studiendekan und Prüfungsbeauftragte muss also einschätzen können, ob es eine vergleichbare Kompetenz, vergleichbare Leistung zu den anderen Projekten ist. Für gewöhnlich ist es so, dass wir eigentlich jetzt keine Produktvorentwicklung oder Ähnliches für Unternehmen betreiben. Insofern ist die Sorge nach Geheimhaltung auch eher weniger begründet. Sondern in den Projekten arbeiten Sie zusammen mit anderen Studierenden an Fragestellungen aus dem Unternehmen. Wenn Sie also eine Fragestellung haben, die Sie unabhängig von dem Produkt, was jetzt das Unternehmen damit beabsichtigt, bearbeiten können, dann wäre das zum Beispiel eine geeignete Fragestellung. Aber das müssten wir jetzt mal, wenn wir das vertiefen wollten, dann müssten wir das halt wirklich in einem konkreten Fall diskutieren. Aber da stehe ich dann auch zur Verfügung und sage halt und kann auch einschätzen, also dieser Teil, ne, das ist eher weniger für ein Projekt geeignet. Man sollte den Schwerpunkt da ein bisschen woanders legen. Und oftmals ist es dann auch so, dass dann sich die Frage der Geheimhaltung erübrigt. Okay, ja. Dann nur noch eine kurze Frage. Wie war so ungefähr der NC von den letzten Semestern? Weil es sind ja bloß 25, glaube ich, pro Semester zugelassen. Was ist da so der Durchschnitt, was man haben sollte? Also die Bewerbungszahlen steigen. Mit steigenden Bewerbungszahlen kriegen wir natürlich immer mehr Leute rein, die sehr gute Noten haben. Aus der Erfahrung heraus ist es so, dass für die Bewerbung im Sommersemester der Notendurchschnitt etwas relaxter ist. Da liegt er so bei 2,4 bis 2,6. Im Wintersemester ist er ein bisschen härter. Da liegt er so bei 2,0, 2,1. Rum. Jetzt gibt es allerdings noch ein paar Ausnahmesituationen, wenn sich die Hochschule zum Beispiel entscheidet, noch ein Nachrückverfahren zu starten für den Studiengang, das wird zentral geregelt, dann kann es auch passieren, dass dann plötzlich ein Notendurchschnitt gar keine Rolle mehr spielt, sondern Plätze verlost werden. Da kann ich dann gar keine Aussage mehr treffen. Aber so grob können Sie sich als Anhaltspunkt nehmen, Wintersemester härterer Durchschnitt, Sommersemester eher so bei zwischen 2,4 und 2,6. Ne? Wenn Sie natürlich jetzt nur Leute bewerben mit einem Notendurchschnitt 1,0, ne, dann wird dieser Notendurchschnitt schwer einhaltbar sein. Ne? Das ist aber, nee, ich wollte es bloß ungefähr wissen, ob man noch irgendwie einen Plan B haben muss oder ob das funktionieren wird. Okay, gut, also dann bisher vielen war Dank. So, ne, Leute, die also gut sind, die haben bisher immer einen Studienplatz bei uns bekommen. Und wenn Sie sagen, dass Sie Python programmieren können, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie gut sind. Ja gut, also eine 2,1 hatte ich im Schnitt, aber das ist jetzt nicht unbedingt übermäßig gut. Und dass ich jetzt Python programmiere, sieht man ja nicht. Ziemlich gut. Okay. Ja, es gibt Zusammenhänge. Okay, alles klar. Super. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Gut, damit würde ich überleiten zum nächsten Programm. Punkt, nämlich der Vorstellung des Programms Digital Business Management. Alex, Rückfrage an dich. Du willst deine Folien selber teilen, ne? Nö, kannst du machen. Einfach weiterklicken, ja. Dann sage ich dir einfach immer dann, weiter, sonst muss man nochmal selber sharen. Genau, dann so, ja. Bin ich der. Ja, also zunächst mal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Rossmann. Ich bin der Leiter des Hermann-Hollerith-Zentrums und an der Hochschule Reutlingen auch Professor für digitale Geschäftsmodelle. Und ja, da sehen wir so eine typische Situation quasi hier aus einer Vorlesungsveranstaltung im Masterprogramm Digital Business Management. Ich würde die Vorstellung dieses Programms jetzt etwas kürzer halten. Das ist ein Programm, das sieht auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aus zu dem, was wir gerade gesehen haben bei Digital Business Engineering.
Es ist auch in vielen Bereichen sicherlich vergleichbar, zumal was jetzt, sage ich mal, die Einblicke in die verschiedenen Labore und Räumlichkeiten angeht. Das Programm findet ja auch in Böblingen am HHZ statt. Trotzdem ist es in gewisser Weise natürlich auch wieder ein komplett anderes Programm, weil es eben nicht als öffentlich finanziertes Programm über die Hochschule Reutlingen ausgeschrieben wird, sondern über die sogenannte Knowledge Foundation und damit als Professional Education Programm läuft. Was das bedeutet, würde ich Ihnen dann gleich noch erzählen, wenn wir jetzt kurz über die Slides gehen. Ne? Dann klick mal weiter, Christian, dann schauen wir auf die nächste Slide. Was sind so die Inhalte im Programm Digital Business Management? Wir haben hier in dem Programm im Unterschied zu Digital Business Engineering einen Anteil von 50% Informatik, 50% Betriebswirtschaft und machen das fest so an drei Themenbereichen, die im Studiengang bearbeitet werden. Das ist einmal die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, zum einen die Entwicklung hin zu einer digitalen Kundenschnittstelle und die Erzeugung einer entsprechend positiven Kundenerfahrung. Und natürlich haben wir das Thema digitale Transformation auch rechts unten in dem Bereich der Kernoperations, der internen Prozesse, der Art und Weise, wie Unternehmen intern funktionieren. Und wenn du nochmal draufklickst, dann kommt da wahrscheinlich auch eine kleine Definition, die wir auf der Slide noch so angebracht haben. Also wenn Sie so ein Takeaway auch aus der Veranstaltung heute wollen und schon immer mal wissen wollten, wie soll ich denn eigentlich den Begriff der digitalen Transformation definieren, wenn ich da jetzt irgendwie vielleicht in einem Interview, denn bei Digital Business Management gibt es auch ein Interview als Zulassungsvoraussetzung, da könnte sein, dass dann irgendeiner, also ich zum Beispiel, Sie dann frage, was verstehen Sie denn eigentlich unter der digitalen Transformation und man kann das so allgemein definieren, dass es hier um die Anwendung digitaler Technologien zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, zur Gestaltung der überzeugenden Kundenerfahrung im digitalen Bereich und auch zur Optimierung unternehmensinterner Entscheidungen und Prozesse dient. Und genau diese drei Inhalte, die sehen wir auch gleich in der Modulstruktur und das sind auch die Inhalte, die wir in dem Programm vertreten. Hier sind immer so die Fakten, die sehen jetzt auf den ersten Blick auch schon wieder so ein bisschen ähnlich aus wie bei Digital Business Engineering. Es gibt aber wesentliche Unterschiede, auf die ich nochmal eingehen möchte. Sie sehen, es sind auch hier 90 ECTS. Sie haben auch danach einen Abschluss der Hochschule Reutlingen, einen Master of Science, eben hier mit 50% Business und 50% IT-Anteil. Aber Sie sehen, wir studieren das Ganze hier in 4 Semestern. Das sieht jetzt komisch aus, weil gerade eben haben wir ja gelernt, dass wir 90 ECTS auch in 3 Semestern hinkriegen. Also kann man da schon mal erkennen, das ist ein gewisser Unterschied. Dadurch, dass das Ganze wirklich als berufsintegriertes Programm stattfindet, wir also davon ausgehen, dass die Leute in der Regel Vollzeit arbeiten, haben wir hier nochmal das ganze Programm ein wenig entzerrt. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie auf die Teilnehmerstruktur gucken, dass wir hier eher Leute haben, die einen Bachelor gemacht haben, dann vielleicht schon während ihres Bachelorprogramms dual studiert haben, hier bereits Berufserfahrung gesammelt haben oder 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen und dann eben sagen, sie wollen jetzt quasi in ihrer beruflichen Realität jetzt nicht mehr ihre Arbeitszeit reduzieren, sondern tatsächlich voll weiterarbeiten oder annähernd voll weiterarbeiten und daher dann eben eher so ein Programm im Kontext einer Professional Education absolvieren mit Leuten, die in der Regel auch voll arbeiten. Das heißt, all die Leute, die man hier im Programm als Kommilitonen dann vorfindet, das sind jetzt dann eben Leute, die bei Unternehmen wie Daimler, Bosch, wie IBM, Hewlett-Packard, das sind so die 4 Unternehmen, wo momentan so die meisten Leute herkommen, die dort aber in der Regel schon in einer Vollzeittätigkeit unterwegs sind und entsprechend trotzdem nach einer Möglichkeit suchen, jetzt diesen Master dann berufsintegriert machen zu können. Und deswegen 90 ECTS und gestreckt das Ganze auf entsprechend 4 Semester. Wichtig ist, Sie haben ja keine Zulassung durch die Hochschule Reutlingen im klassischen Sinne. Also es gibt jetzt nicht diese typischen Deadlines mit dem 15. Januar und mit dem 15.07. Man kann sich die ganze Zeit bewerben. Wir starten aber mit diesem Programm nur im Wintersemester. Also jetzt für den Intake im Januar ist dieses Programm gar nicht relevant. Das startet tatsächlich immer nur im Oktober, einmal im Jahr mit einer Gruppe von nur 20 Teilnehmern, die an diesem Programm dann teilnehmen. Und hier sind wir komplett frei in der Zulassung. Das heißt, es gibt auch keinen Numerus Clausus oder sowas, sondern letzten Endes eigentlich nur die persönliche Eignung und deswegen auch persönliche Interviews mit den Leuten, die in dieses Programm einsteigen wollen. Und da nehmen wir uns auch die Zeit, um die Kohorte dann gut zusammenzustellen. Wichtig ist auch, dass dieses Programm
Studiengebühren nach sich zieht. Ja? Deswegen auch die Tatsache, dass wir eigentlich ausschließlich Teilnehmer im Programm haben, die entsprechend auch bereits bei einem Unternehmen voll quasi unterwegs sind. Denn diese Studiengebühren von aktuell 24.000 Euro für das gesamte Programm werden in den allermeisten Fällen auch zu 100% von den Unternehmenspartnern getragen und finanziert. Ja, das sind dann Programme, die kennen Sie vielleicht, bei IBM nennt sich das Ganze Master at IBM, wo IBM zum Beispiel diese Masterplätze finanziert. Etwas Analoges gibt es auch bei Hewlett-Packard, bei Daimler nennt sich das Ganze Academic Programs. Das heißt, fast jedes größere Unternehmen hat mittlerweile solche Programme, die im Masterbereich dann diesen wirklich berufsintegrierten Ansatz ermöglichen. Ne? Ein Unterschied ist dann entsprechend eben auch in der Didaktik, dass wir hier tatsächlich vollständig blockweise durchführen. Das heißt, Sie sind in der Regel von Montag bis Samstag am Hermann-Hollerith-Zentrum und dann wieder 4 bis 5 Wochen komplett im Unternehmen. Ne? Das heißt, es ist so eine Art Deep Dive. Manche sagen auch, fast so ähnlich wie Urlaub vom Arbeiten, ja, wenn man an die Hochschule kommt und sich dann eine Woche komplett mit Themen befassen und hier vertiefen kann. Insgesamt 64 Präsenztage. Das führt auch dann dazu, dass die Teilnehmerstruktur, sagen wir mal, also sich so bundesweit zusammensetzt. Es gibt schon einen Schwerpunkt hier im Großraum Stuttgart. Wir haben aber immer wieder auch Leute, die kommen aus Berlin, Düsseldorf oder jetzt im letzten Jahrgang hatten wir einen Mitarbeiter von Shell, der kam dann aus Amsterdam eingeflogen für diese Wochenveranstaltungen. Und ist dann quasi eine Woche hier geblieben. Ne? Schauen wir mal weiter auf die entsprechenden Strukturen, die dann hinter dem Programm liegen. Dazu müsste der Christian jetzt nochmal, Decker hier nochmal drauf denken. Genau. Ich habe versucht, das sanft anzumoderieren, aber am Ende musste dann doch die harte Überleitung dann quasi folgen. Ja? Ja, hier sehen wir diese 4 Semester. Es sind recht wenige Module, wie man sieht, also eher großgeschnittene Module, die dann im ersten Semester starten mit Digital Business Essentials. Das ist auch bei uns das einzige Modul, wo es eine schriftliche Klausur gibt. Ansonsten sind wir da vollkommen d'accord, auch mit Digital Business Engineering. Später im Berufsalltag oder im Berufsalltag, in dem die meisten Leute ja stecken schon, müssen sie auch keine Klausuren schreiben. Da müssen sie einen Prototyp entwickeln oder irgendetwas präsentieren oder mal ein Konzept schreiben. Ne? Und das sind auch die Prüfungsformen, die wir hier so wiederfinden. Wenn Sie auf das Programm mal draufschauen, dann sehen Sie auch die Strukturen, die wir am Anfang hatten, so Digital Strategy, da geht es jetzt mal ganz allgemein um die Frage, was ist überhaupt eine Digitalstrategie im zweiten Semester, wie entfaltet sich die über die unterschiedlichen Bereiche, die wir gesehen haben. Im ersten Semester Digital Business Processes, das ist so der Bereich Operations, Geschäftsprozessmodellierung, Geschäftsprozessautomatisierung. Und dann haben wir letzten Endes auf der rechten Seite hier eine starke Informatikorientierung mit Modulen im Bereich IT-Management. Wie ist so eine IT-Architektur insgesamt aufgebaut? Ansätze im Bereich Enterprise Architecture Management. Welche unterschiedlichen Layer müssen zueinander gebracht werden? Beim Thema Software sehen wir das so ähnlich wie die Kollegen vorher. Software is eating up the world. Also muss ich wissen, wie wird Software entwickelt? Welche Kompetenzen sind hier gefragt? Wie werden dann auch entsprechend Teams zusammengesetzt? Wann muss ich Software wirklich selber entwickeln? Wann kann ich sie vielleicht auch als Standard dann implementieren? Und im dritten Semester haben wir dann mit Social Media und Internet of Things dann eben Ansätze, die heute Unternehmen sehr stark prägen in ihrer Digitalstrategie, weil das eben Themen sind, die auch durchaus auch viele Industrien auch disruptiven Charakter haben, wo sich Geschäftsmodelle auch verändern und ein entsprechendes Change Management erforderlich ist, um diese Transformation dann auch in Unternehmen dann zu befördern. Ne? Es gibt hier 2 Wahlfächer, da können wir gleich mal weiter gucken. Auf der nächsten Slide stehen die 4 Wahlfächer, die insgesamt dann zur Auswahl stehen, auch drauf. 2 davon können Sie wählen. Wir haben uns mittlerweile auch entschieden, eine Auslandswoche in diesem Programm zu bringen, weil das immer nachgefragt wurde von den Teilnehmern, kann ich auch mal ins Ausland. Ja? Und letzten Endes ist es so, dass wir jetzt 2 Module auch tatsächlich als komprimierte Auslandswoche dann machen werden. Das ist einmal Artificial Intelligence, das findet in Tel Aviv statt, in Israel, und Entrepreneurship und Innovation. Da haben wir einen Kollegen, der in dem Bereich sehr stark ist, der Jürgen Münch, der auch gute Beziehungen nach Finnland hat. Finnland hört sich jetzt vielleicht nicht so warm an wie Tel Aviv, ist aber, was das Thema digital angeht, dann doch auch eine super Location, weil natürlich gerade im Bereich der Entwicklung von Methoden, die für Startups, für Innovationsmanagement erforderlich sind, da Finnland doch ein Hotspot ist, in dem unheimlich viel passiert.
Also da kann man auch letzten Endes dann mal eine Woche dann konzentriert im Ausland sein. Wie gesagt, da das Ganze berufsintegriert ist, ist es aber kein vollwertiges Auslandssemester, sondern tatsächlich mehr oder weniger so eine komprimierte Woche im Ausland. Die kann man auch noch verlängern und eine zweite Woche dran setzen. Wir haben noch ein Wahlfach Big Data Management and Analytics, auch mit Kollegen einer anderen Hochschule. Also wer möchte, kann dann über die entsprechende Konfiguration der Wahlfächer seinen Technologieanteil, Informatikanteil noch in die Höhe schrauben. Wer das nicht möchte und sagt, ich möchte ja den betriebswirtschaftlichen Anteil in die Höhe schrauben, kann natürlich auch mit Entrepreneurship, Innovationsmanagement, Online-Marketing und E-Commerce dann eher in diese Richtung gehen, sodass da entsprechende Wahlfächer möglich sind. Ne? Ja, auf der nächsten Slide sind noch so ein paar Anstriche da, was dieses Programm jetzt so besonders macht oder wer da typischerweise teilnimmt. Also die Teilnehmerstruktur bei Digital Business Management sind häufig Betriebswirtschaftler, die dann sagen, ich habe jetzt BWL studiert, aber mir fehlt einfach Informatik- und Technologie-Expertise, das will ich nachholen. Oder umgekehrt, Leute, die irgendwas studiert haben mit Informatik, selbst wenn es Wirtschaftsinformatik war oder technische Informatik und dann so den Ansatz hatten, aber wir haben nie über die digitale Transformation gesprochen, wir haben nie darüber gesprochen, wie sich digitale Geschäftsmodelle verändern oder wie Technologie einen Einfluss auf Unternehmen so wirklich hat. Das muss ich eigentlich lernen und inzwischen haben wir auch viele Leute mit anderen Profilen aus Maschinenbau zum Beispiel sehr stark. Daimler macht da einiges. Wir haben sogar jemand, der hat Politik studiert im Bachelor und interessiert sich jetzt dann eben schwerpunktmäßig für die politischen Veränderungen, für Industriepolitik und dergleichen, die mit dem Thema Digitalisierung einhergeht. Und das Ganze aus zwei Unternehmensperspektiven, jetzt müsstest du noch einmal klicken, dann geht es da nochmal weiter. Eben einerseits Anbieterunternehmen, das sind halt Unternehmen wie IBM oder Hewlett-Packard, da kommen die Leute sehr stark aus Sales-Funktionen, aus dem technischen Sales, Solution-Designer, IT-Architekten oder es sind eher anwendende Unternehmen, das sind eben so die Daimlers, Porsches dieser Welt, bei den Anbietern vielleicht auch noch Beratungsunternehmen, wir haben immer wieder Teilnehmer von Unternehmen wie Accenture, Bearing Point oder KPMG teilweise drin, die dann eher aus einer Beratungsperspektive auf das Thema schauen. Allgemein kann man es auch hier zusammenfassen, wenn du noch einmal klickst, kommt die Zusammenfassung hier, dass wir sagen, es sollten halt IT- und technologieaffine Gestalter digitaler Business-Innovationen sein, die tatsächlich mit uns da was auch aufbauen wollen in dem Studiengang. Ne? Die nächsten zwei Slides, die mache ich jetzt ganz schnell. Was sind so die USPs? Da denke ich, haben wir so ähnliche USPs, wie wir sie gerade vorher auch schon gehört haben. Natürlich verfolgen wir auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Wir haben immer wieder auch viele Executives in dem Programm mit drin, die wir dann dazu holen, um einfach mal so einen Blick aus der Praxis zu bringen. Natürlich gibt es auch mit diesem Master hier die Möglichkeit zur Promotion. Manchmal kommt ja so die Frage, ja, ist es jetzt in der Qualität des Masterabschlusses eigentlich ein Unterschied? Dazu muss man sagen, nee, das ist letzten Endes eigentlich genau das Gleiche. Es ist ein Masterabschluss der Hochschule Reutlingen. Nur die Art und Weise, wie der halt erbracht wird, ist an der Stelle etwas anders. Und auf der nächsten Slide kommen dann nochmal zwei, drei Anstriche. Ich denke, das Wichtigste oder ein wichtiges Thema ist hier tatsächlich auch dieses lebenslange Netzwerk. Das Besondere an dem Programm ist tatsächlich, dass Sie während dieser 3 bis 4 Semester dann immer wieder mit der gleichen Kohorte eine Woche zusammenkommen. Das verschmelzt natürlich so ein Stück weit auch dann die persönlichen Netzwerke, die man aufbaut. Und die, das wissen wir jetzt auch, das Programm gibt es auch schon ein paar Jahre, die haben tatsächlich auf Dauer Bestand und die nimmt man dann aus dem Studium dann auch mit. Ich habe jetzt leider heute keine Studierenden mitgebracht. Wenn wir nochmal weiterklicken, habe ich aber ein paar O-Töne, zumindest hier auf die Slide. Da stelle ich auch gerne den Kontakt her. Dieses Symbol rechts unten soll andeuten, wenn Sie mit den Leuten mal reden wollen. Das sind so 3 Studierenden der ersten Stunde in unserem Programm. Die haben mittlerweile alle 3 ganz gut Karriere gemacht. Mit denen bin ich heute noch gut verdrahtet. Also da kann man mal sehen, wo geht die Reise so hin, so 3, 4 Jahre nach dem Studium. Die sind jetzt seit 3, 4 Jahren fertig und mittlerweile in ihren jeweiligen Unternehmen auch ganz gut gewachsen. Der Sven Sommer hat sogar schon ein Startup gegründet, leider nicht erfolgreich, aber letzten Endes hat er auf jeden Fall die Gründungserfahrung mitgenommen, ist jetzt bei einer großen Beratungsgesellschaft gelandet, aber hat sich offensichtlich vom Kollegen Jürgen Münch hier, unserem Entrepreneurship-Guru, infizieren lassen, ja, und sich dann direkt in die Gründererfahrung danach gestürzt. Ja. Und ja, auf der nächsten Slide, das sind einfach die letzten Eindrücke, die ich nochmal so mitgebe. Das war wirklich letzte Woche, das habe ich gedacht, das muss ich ja mal reinbringen, also live quasi, eine Live-Teilnehmerstimme.
aus der Veranstaltung letzten Donnerstag. Da hatten wir den Michael Steenberg da. Das ist der Head of Digital Marketing bei Siemens, der so berichtet hat, was Siemens im Social-Media-Bereich macht. Und das war total cool, weil das, was Sie rechts sehen, das sind jetzt wirklich echte Teilnehmer, die gerade drin sind. Also wenn Sie auf LinkedIn sind, können Sie die alle kontaktieren und fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, und da sieht man das auch schon live quasi aus dem Hörsaal heraus, wenn man so möchte, dann auf LinkedIn natürlich dann auch kommuniziert wird und die Leute das auch cool finden, wenn dann jemand aus der Praxis, der dort eine Top-Management-Aufgabe hat, dann mal berichtet, wie läuft es eigentlich jetzt hier bei Siemens. Und das ist sicherlich auch für das andere Programm für Digital Business Engineering so charakteristisch, dass unsere Studierenden da sehr aktiv sind, sich auf Social Media austauschen und wir immer wieder auch Eindrücke von außen dann mit heranziehen, die dann auch wertgeschätzt werden. Ne? Das war's, glaube ich, wenn wir jetzt mal weitergehen. Genau, da hast du nochmal meine Kontaktdaten. Ja? Also insofern gerne da Kontakt aufnehmen und falls es jetzt direkt Fragen gibt, stehe ich auch da natürlich gerne zur Verfügung. Ne? Ja, gibt es Fragen von den Teilnehmern hier? Falls nicht, dann auch gerne in den Chat, da gucken wir auch natürlich drauf. Und dann würde ich sagen, wir gehen zum letzten Punkt über. Alex, kannst du noch einen kurzen Einblick geben in das Promotionsprogramm? Genau, also ganz kurz, da können auch gleich die Doktoranden nochmal was dazu sagen. Bei uns kann man auch promovieren. Da sehen wir jetzt den Kollegen Dieter Hertweg hier sitzen rechts. Ja, der promoviert ja nicht, der ist Professor, aber die anderen beiden daneben, das sind quasi auch zwei Doktoranden im Hintergrund. Da hinten sehen wir den Jan Fauser. Also wir nehmen unsere eigenen Mitarbeiter immer auch als Fotomodels dann quasi für nette Fotos. Das ist übrigens ein Ausschnitt aus dem Digitrans-Labor, also aus dem Labor, in dem wir digitale Geschäftsmodelle mit kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickeln und auch mit so Lego oder Serious Play von SAP dann entsprechend arbeiten lassen. Ja, auf der nächsten Slide sieht man das Ganze. Wir haben ja sehr viele Doktoranden, immer so mehr als 20 Doktoranden hier am HHZ. Das ist relativ viel für eine Hochschule der angewandten Wissenschaften und versuchen auch natürlich dann Doktorandenseminare anzubieten, mit denen man dann auch wieder entsprechende Qualifikationen, auch Credits erhält und sich entsprechend über relevante Methoden dann auch informieren kann. Das sind sehr häufig Methodenseminare, wo es um eine systematische Literaturanalyse, quantitative Forschungsmethoden, Design Science und so weiter geht. Und da fliegen wir auch tatsächlich oder lassen wir normalerweise, wenn es jetzt kein Covid gäbe, dann auch wirklich hochkarätige Leute aus Universitäten dann antanzen und arbeiten hier für uns, ja, die dann unsere Doktoranden dann fit machen. Es ist ja so, dass man dann nicht direkt an der Hochschule Reutlingen promoviert, noch nicht. Das kommt vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre. Da gibt es gerade auch Bewegungen in dem Thema. Aber momentan ist es natürlich so, dass wir da ein großes Netzwerk an Partneruniversitäten bedienen. Hauptpartner ist sicherlich, das sind die meisten Doktoranden an der Uni Stuttgart. Wir haben aber auch an der Universität Rostock, an der Universität in Magdeburg Leute. Wir haben in Glasgow eine sehr starke Kooperation mit der Uni dort. Und insofern kann man da auch kooperativ promovieren und natürlich auch seine Praxisthemen in entsprechende Promotionsvorhaben dann einbringen. Ich denke, das ist möglich. Wenn es da Interesse gibt, ist es natürlich immer ein individueller Prozess. Da einfach gerne melden, dann kann man sowas mal diskutieren. Aber ich denke, die beiden Doktoranden, die heute dabei sind, können ja da auch nochmal ihre persönlichen Eindrücke gerne schildern. Ne? Ja, und ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss für die formale Vorstellung der Programme. Und ich denke mal, dass insbesondere für jetzt die Anknüpfung an das Doktorandenprogramm es auch hier die Gelegenheit gibt, dass vielleicht unsere Doktoranden noch mal ein bisschen Einblicke in ihren Alltag geben können. Und da würde ich einfach mal übermoderieren zu dem Stefan, der jetzt hier einen Raum weiter sitzt im Kreativlabor beziehungsweise im Labor für digitale Transformation. Stefan. Ja, vielen Dank, Christian. Hallo zusammen. Ich sitze oder ich streame zu Ihnen, ich spreche zu Ihnen aus unserem Kreativlabor. Ich drehe mal gerade meine Kamera ein bisschen rum, dass Sie das auch schon sehen können. Und das Kreativlabor kann man sich quasi vorstellen als, wie es der Name schon sagt, kreative Arbeitsstätte, wo auch wirklich aktiv Workshops mit Unternehmen stattfinden und
sehr innovative Methoden, wie beispielsweise der Design Thinking Ansatz, auch angewandt wird. Also wirklich aktiv in kleinen Teams, ein praktisches Problem, und das wird dann gezielt bearbeitet. Hier hinter mir sieht man quasi den Business Model Canvas. Die Studierenden werden es wahrscheinlich kennen. Und wenn Sie hier anfangen sollten, wird es auch eines der Werkzeuge werden, mit denen Sie am HAZ arbeiten. So, nun aber zum Promotionsprogramm. Ich würde mich mal am Anfang kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Trieflinger. Ich bin seit 2 Jahren Doktorand am HAZ. Und meine Promotion befasst sich mit der Entwicklung eines Ansatzes für die Planung eines Produktportfolios in einem dynamischen und sicheren Marktumfeld. Wie kann man sich das Leben als Doktorand vorstellen? Man muss sich quasi so vorstellen, man arbeitet an einem Thema, man ist Chef von diesem Thema und man treibt dieses Thema. Hat aber jederzeit Unterstützung von Professoren. Das Professoren vom HAZ, das können Professoren von der Uni Stuttgart in meinem Fall sein, meine Kooperationsuniversität, aber auch Kollegen aus dem internationalen Umfeld, wo man dann irgendwelche Kontakte mal knüpft, beispielsweise auf Konferenzen. So rein vom Arbeitsalltag her kann man sich, glaube ich, das ganz gut in 2 Steps vorstellen. Einmal die eigentliche Forschungsarbeit, das war bei mir sehr qualitativ in Form von Experteninterviews oder Organisation von Workshops. Und einmal die Dokumentation der durchgeführten Arbeiten in Form eines wissenschaftlichen Papers. Und jetzt kommt der interessante Teil, dieses Paper wird quasi auf einschlägigen Konferenzen eingereicht. Die finden dann auch meistens an coolen Orten statt, wie zum Beispiel Dubai hat der Yusuf das letzte Mal was gehabt. Ich persönlich war schon in Helsinki unterwegs, in Schweden waren wir mal, in Spanien waren wir mal. Also das ist dann wirklich der schöne Teil. Wird es angenommen, fliegt man auf diese Konferenz, stellt seine Arbeit vor und knüpft, und das ist der interessante Punkt, internationale Kontakte, die einem in jeder Beziehung weiterhelfen. Sei es nach der Promotion praktische, sei es in der Promotion, wenn man Hilfe braucht, ja. So in etwa kann man sich das rundum mal vorstellen. Und damit würde ich weitergeben an den Yusuf. Ja, vielen Dank für die Anmoderation, Stefan. Mein Name ist Yusuf Boskut. Ich bin ebenso Doktorand hier am Hermann-Holler-Zentrum und beschäftige mich im Forschungsfeld Smart Cities mit dem Schwerpunkt auf Data Management und Data Governance im urbanen Kontext. Zudem betreue ich und koordiniere ich den Studiengang hier am Hermann-Holler-Zentrum, den Studiengang Digital Business Engineering. Das heißt, wenn Sie Fragen rund um den Studiengang haben, aber auch zu der Promotion, vor allem auch der individuelle Weg, sage ich mal, können wir diese auch gerne heute im Nachgang besprechen oder per Mail jederzeit. Genau, das war es dann auch von mir soweit. Genau, gibt es irgendwelche Fragen Ihrer Seite aus, wo man vielleicht auch in Dialog kann? Promotion ist ein sehr individuelles Thema. Sie dürfen Fragen, glaube ich, jetzt kurz stellen. Die Zeit hätten wir, glaube ich, noch. Ansonsten biete ich auch gerne an LinkedIn über die E-Mail-Adressen. Können Sie gerne in Kontakt mit uns treten. Genau. Diese Kontaktinformationen zeigen wir eben gerade hier noch auf der gescherten Folie an, also bit.ly/follow-hz oder einfach den QR-Code abscannen, führt Sie also direkt zu der ganzen Liste an den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen, an denen das HAZ beteiligt ist. Und da können Sie einfach auf LinkedIn einfach mal schauen. Da finden Sie sicherlich den ein oder anderen Post von Stefan oder von Yusuf, können diese Leute dann direkt kontaktieren und danach auch mal nach einem individuellen Termin fragen hinsichtlich, ja, wie stellt sich eigentlich so dieser Weg der Promotion dar, wie kommt man da überhaupt hin, was sollte man vielleicht vorher mal gemacht haben, um dann sich auch als Promovent zu empfehlen bzw. zu qualifizieren. Ja, demzufolge nochmal zum Abschluss die Frage, gibt es denn noch Fragen? Also ich kehre das Ganze jetzt mal um. Haben Sie jetzt hier in der aktuellen Zusammenstellung Fragen, die unmittelbar beantwortet werden können? Ich hätte eine kurze Frage, und zwar, Sie haben ja vorhin gesagt, dass auch über 30% der Studenten von Digital Business Engineering in 100% arbeiten. Wie funktioniert das bei denen? Also wie viele Tage Vorlesung sind das? Weil man hat ja nur 30 Urlaubstage und 5 Tage Bildungsurlaub. Und genau. Wie integrieren die das in ihr Berufsleben?
Verstehe ich sofort. Ne? Am besten hier unser Student, der Philipp Pfeffer, der meldet sich da gerade. Vielleicht kann der doch mal so ein bisschen Einblick geben. Genau, ich dachte, ich melde mich mal ganz kurz. Ja. Man versteht mich, oder? Ja, perfekt. Okay. Ich arbeite zwar nicht 100%, aber 80%. Ich habe mir am Anfang auch Gedanken gemacht, ob ich das 100% machen kann, möchte. Ich kenne Studierenden aus meinem Unternehmen, die den Studiengang Vollzeit gemacht haben. Kann man hinbekommen, muss man halt wirklich abends sehr viel machen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Studiengang halt wirklich gut vereinbar ist mit dem Berufsleben, dadurch, dass du den halt wirklich individuell anpassen kannst auf deine berufliche Situation. Also du kannst zum Beispiel, also ich hoffe, das ist okay, dass ich du sag. Wir sind, also, ja, gern. Ich hoffe, das passt. ja, also man kann es einfach gut vereinbaren. Man kann zum Beispiel entscheiden, ich möchte, wenn ich jetzt gerade einen Workload habe, der echt viel ist, ein Semester lang von der Arbeit her, dann nehme ich zum Beispiel nur 2 oder 3 Module pro Semester. Ich bin jetzt aktuell, wie gesagt, frisch eingestiegen. Ich habe jetzt direkt alle Module aus dem ersten Semester gemacht und durch die Projektarbeit, die man wirklich fast ausschließlich hat, ist das echt wirklich vereinbar mit dem Berufsleben. Ich lege mir das dann immer so, also ich habe von der Arbeit so eine Genehmigung gekriegt, dass ich sozusagen einen Tag pro Woche frei habe. Und es kann halt auch, ich habe dann jetzt zu den von MAP gesagt, dass ich mir den jeweils so lege, dass es mit meinem Blockunterricht eben passt. Also es gibt auch Wochen, da arbeite ich zum Teil dann 5 Tage die Woche und dafür nehme ich dann mir die Woche drauf dann 2 freie Tage für die Blockunterricht oder so. Also das ist alles flexibel gestaltet, weil es kommt halt wirklich auch drauf an, wie du das mit deinem Arbeitgeber abstimmst. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Das 80% macht theoretisch dann mehr Sinn, wenn man eben den fünften Tag in der Woche sich zum Beispiel Überstunden aufbauen kann. Deswegen hat es mich eigentlich interessiert, wie die es mit 100% machen, weil also die werden dann wahrscheinlich sich einfach länger Zeit nehmen. Da kann ich vielleicht noch mal kurz einen Einblick geben. Ja. Also die Studierenden, die das mit 100% machen, also da kommt natürlich ein gewisses Commitment des Arbeitgebers mit dazu. Ne? Also ich habe Studierende auch gehabt, die haben bei mir zum Beispiel Masterthesis in der Vergangenheit gemacht. Die hatten mir erzählt, dass der Arbeitgeber die halt für die Vorlesungen oder für Arbeiten im Rahmen des Studiums freistellt und dabei aber keinen Nachteil oder so einrechnet. Das heißt also, sie bleiben weiterhin auf dem 100%-Vertrag und der Arbeitgeber vertraut halt darauf. Und es ist ein sehr wertvolles Commitment, dass die Inhalte des Studiums hier dem beruflichen Erfolg beziehungsweise auch dem geschäftlichen Erfolg des Unternehmens unmittelbar zugute kommen. Das heißt, der Arbeitgeber investiert sozusagen die Arbeitszeit seines Arbeitnehmers in dieses Studium. Und insbesondere bei Studierenden aus großen Unternehmen, wo es halt so Dualprogramme gibt, also IBM, HP, Porsche oder auch Daimler, wo Studierende, das habe ich erlebt, die clever sind, halt mit ihrem Vorgesetzten dann entsprechende Vereinbarungen zu treffen, ist sowas halt möglich. Okay, vielen Dank. Also es ist hoch individuell. Das, was der Studi da gerade erzählt hat, der Herr Pfeffele, das sehe ich natürlich auch, dass das quasi so das Google-Modell nannte man das früher, dass man so quasi einen Tag die Woche sich für das Studium freinimmt, beziehungsweise dann halt entsprechend Überstunden aufbaut. Ich habe auf der Webseite auch geschrieben, wie umfangreich die Präsenztage sind. Also die Präsenztage sind, oder was heißt Präsenztage? Wir nennen es Veranstaltungstage, also quasi da, wo wir hier vor Ort Veranstaltungen anbieten. Das ist ein bisschen mehr, als man wahrscheinlich Jahresurlaub hat. Durch Corona haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele Studierende, insbesondere durch die Online-Vorlesungen, dann Berufsaktivitäten oder Berufsleben und Studium noch viel besser verbinden konnten. Das ist natürlich jetzt so ein Sondereffekt, der da entsteht. Aber wir entwickeln ja in diesem Programm dann auch mehr und mehr Instrumente, die Studierende, insbesondere wenn sie in einer angespannten beruflichen Situation gerade sind, nutzen können, um dennoch sehr gut diese Berufstätigkeit und das Studium halt hinzubekommen. Okay, vielen Dank. Alright, gut. Weitere Fragen noch zum Abschluss? Ich hätte noch eine Frage. Gerade zu dem Thema, was Sie jetzt gesagt haben, dass im Moment mit Corona ist ja eben alles online. Wie könnte das dann in Zukunft aussehen, dass das dann auch so ein
Hybridmodell oder wie man es auch immer nennt, dann wird das ein Teil dann weiterhin online sein wird, dass man es eben noch besser vereinbaren kann mit dem Beruf oder dass wieder alles vor Ort ist, so wie es früher war? Ja, gibt es da schon Ideen? Das passt eigentlich ganz gut. Also momentan sieht es so aus, natürlich gibt die Hochschule die Empfehlung, dass alles, was online geht, auch online gemacht werden soll. Dennoch gibt es natürlich Veranstaltungen, wo das Online-Format jetzt weniger gut geeignet ist, insbesondere wenn es um Hands-on-Labore geht. Diese finden auch unter Corona-Bedingungen, da gibt es gewisse Regeln, auch in Präsenz statt. Für diejenigen, und das ist so ein Blick in die Zukunft, die heute zum Beispiel aufgrund von Krankheit an Vorlesungen nicht teilnehmen können, also das muss ja kein, um Gottes Willen, das muss kein Covid-19 sein, sondern also letzten Endes, die einfach erkältet sind oder die einfach, gerade keine Gelegenheit haben, aufgrund von persönlichen Gründen an der Vorlesung teilzunehmen, da haben wir jetzt mittlerweile die Möglichkeit eingeräumt, dass Vorlesungen auch gestreamt werden. Das heißt also quasi der Prof hält eine Vorlesung vor den anwesenden Studierenden und gleichzeitig wird die Vorlesung auch übertragen, hier über Zoom meistens, weil das sehr gut funktioniert, an externe Teilnehmer, also an quasi Studierende, die es gerade nicht einrichten konnten. Und der Herr Pfefferler hat es vorhin so ein bisschen gezeigt, er ist da mal schnell rumgelaufen in dem Raum, in dem er gerade sitzt. Das ist der Raum, der auch für Corona unter Corona-Regeln oder Bedingungen Vorlesungen erlaubt. Und dort steht auch die Kamera und entsprechende Mikrofonausstattung, die es erlauben, Vorlesungen auch für externe Teilnehmer erfahrbar zu machen. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Also daran arbeiten wir natürlich auch immer weiter. Ne? Wir kennen natürlich so auch durch viele Meetups so die Situation unserer Studierenden und nehmen das auch immer gern auf, um Lösungen zu erarbeiten. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, hätten wir so die wichtigsten Fragen geklärt. Ich denke, es kommt vielleicht noch die eine oder andere Frage auf. Daher nochmal die Empfehlung hier, uns auf den sozialen Medien entsprechend zu folgen und auch ganz einfach über die sozialen Medien mit uns Kontakt aufzunehmen und dann die Fragen zu stellen. Gerne auch dann via E-Mail oder einfach kurz eine E-Mail abschießen und um einen Telefontermin bitten oder eine Videokonferenz, wie man das heute auch sehr gerne macht. Das können wir dann sehr kurzfristig auch einrichten, um damit Entscheidungsprozesse für die Bewerbung für unsere Programme hier zu unterstützen. Ja, damit möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Es hat mich gefreut, dass Sie alle dabei waren und ich hoffe, dass wir die Interessenten heute dann zum Sommersemester beziehungsweise zum nächstmöglichen Semesterstart dann auch hier persönlich bei uns begrüßen können. Also passen Sie auf sich auf, kommen Sie noch gut durch den Abend und ich will Sie alle gesund dann zum nächsten Mal zum Studienstart hier am HAZ für das ein oder andere Programm wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao.